Wieder zurück in Kingdoms of Amalur: Reckoning. Werden wir jetzt mal unseren Quest hier beenden, genauso wie alle anderen Nebenquests, die hier noch gerade offen sind. Im Moment sind wir hier bei die natürliche Ordnung, die für die Probleme von den Hilfeverantwortlichen Jotun sind tot. Und ich bin aus Coldsbane entkommen. Es wird Zeit, von Kester Barclay meine Belohnung einzufordern. Ja, und die Jotun sind ja auch nicht ohne, wie man beim letzten Mal gesehen hat. Die können auch ganz schön draufhauen. Ihr seid zurück. Freut mich, dass ihr überlebt habt. Wir haben gespürt, wie die Erde bebte und als ihr nicht zurückkamt. Aber egal. Unsere Stadt steht für immer in eurer Schuld. Bitte nehmt das. Es ist nicht viel, aber nach allem, was ihr getan habt, sollt ihr es haben. Jawohl. Astrid Frisk. Unsere eigene Heilerin. Wie ihr euch denken könnt, hat sie seit dem Ausbruch kaum geschlafen. Wenn ihr denkt, helfen zu können, findet ihr sie wahrscheinlich in ihrer Hütte bei der Pflege der Kranken. Der helfen wir als nächstes, denn die Blutpest soll endlich mal ein Ende haben hier in diesem Mitaru ganzen... möge über euch wachen. Ja, ich weiß gar nicht, was hat er uns jetzt eigentlich gegeben? Was haben wir bekommen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Ach, hier, Inventar, Accessoires. Hier, Evalyn's Ring. Oh, das ist aber gut. Hier mit den 10-10, das finde ich gar nicht schlecht. Wobei hier haben wir natürlich ein bisschen mehr Schaden, aber ich finde das ganz gut. Hier ist natürlich 20 mehr Leben und so, aber wo habe ich denn jetzt den anderen dran? Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Ring habe. Wackerer Ring. Dann also Siegelringer Balladen austauschen. So. 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 Mehr Mana, mehr Genau, und jetzt den nächsten Quest, da wollte ich doch endlich mal die Pestschilde hier loswerden. Denn hier herrscht ja immer noch die üble Pest im Dorf. Da Bruder Fallon seinen Ausflug in den Glendara-Wald nicht überlebt hat, habe ich die 3 Pakete Pestschild eingesammelt, die er nach Diedenhill bringen wollte. Jetzt muss ich sie nur noch Astrid Frisk übergeben, die im solchen gebeutelten Diedenhill gewiss Verwendung davon hat. Genau, und ich freue mich total, der das zu bringen, da im Wald. Die da ja hier gegen Windmühlen kämpft, die Arme. Und die Boggarts übertragen die Blutpest. Das ist schon nicht ohne. Und ich glaube, wenn das ganze Dorf erstmal pestfrei ist, da freuen die sich alle. Noch einer, oder? Was? Nein. Du hast nicht genug Platz. Oder Fallon tot auf der Straße? Oh, was ist nur aus dieser Stadt geworden? Wenigstens habt ihr das Pestschild. Das wird reichen. Eine Weile jedenfalls. Danke. Danke und seid gesegnet. Falls ihr jemals geheilt werden müsst, kommt zu mir. Super, kriegen wir das umsonst, die Heilung? Was ist denn Luminiza? Ich bin froh, dass wir diesen ganzen Unsinn hinter uns gelassen haben. Die ständigen Sorgen. Okay, gut, Heilung. Achso, dann sie heilt uns, aber natürlich für ein bisschen Geld. Na gut. Ab mit euch. Auf. Setzt euch. Den geht's jetzt allen wieder gut, oder was? Geht's euch wieder gut? Bringt eurer werten Mutter einen Schluck Wasser. Ich habe kein Wasser für dich gerade, es tut mir leid. Ja, großer Heiltrank. Ja, was kann ich denn da mal... ich habe ja gerade keinen Plunder, wirklich. Doch, das ging. Jetzt habe ich es wieder nehmen können. Oder was? Ja. Anscheinend schon. Und denen geht's jetzt hoffentlich langsam allen mal gut hier. Ja. Dank euch habe ich genug Pestschild für das ganze Dorf. Zumindest im Moment. Wenn dieses Pestschild ausgeht, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ja, dann hole ich dir neue. Ab mit euch. Auf! Aber der Sack hier, der irritiert mich. Dass der hier immer noch liegt. Geh mal, Astrid, geh mal weg. Da... Wir wissen, ob ich den Sack noch Nun, nehmen kann, Frau aber... Doof. Ich gehe da jetzt nochmal rein. Um zu gucken, ob der da immer noch liegt. Nein, der liegt da nicht. Okay, dann habe ich doch alles mitgenommen. Also, dachte ich sowieso. Aber wenn der da noch liegt, dann irritiert mich das. So. Die Leute sind alle geheilt. Konsumgut, da wird der Heiltrank angezeigt werden wahrscheinlich. Dann gibt es hier noch das da.
Da muss ich wahrscheinlich woanders hinreisen, nehme ich mal an. Ja, da darf ich hier hinreisen, auch wenn ich nicht weiß, was mich jetzt hier erwarten wird. Ich muss nochmal den Quest jetzt lesen, weil ich weiß ja auch nicht alles auswendig. Wir, ein verworrenes Netz. Ich habe mich außerhalb des Dorfes mit Garana Wernd unterhalten, um mehr über Barton und die Miliz zu erfahren. Falls ich Barton finde, soll ich ihn töten, damit Garana die Kontrolle über Kennerop behält. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das mit euch zusammen gemacht habe oder... Wuhu! Hast du dir so gedacht, ne? Das habt ihr euch alle hier so gedacht. Ihr ollen Spinnen, ihr. Habt ihr euch so gedacht. Dann werden wir mal in die Schattenbachgrotten gehen und gucken, ob wir den Quest hier mal schnellstmöglich beenden können. Wahrscheinlich war ich hier schon mal, ob offline oder nicht. Aber mit euch und alleine kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich hier schon mal war. War ich hier schon mal? Hier sind voll die Blutspuren. Ah! Raschelt denn hier noch die ganze Zeit so? Ah, es raschelt in den Büschen mit den Spinnen in der Höhle. Ja, solange es uns halbwegs gut geht, halbwegs gut, hier unterwegs so ein bisschen Sachen einsammeln, wo mal wieder nichts da ist. Ihr könnt es nicht lassen, ne? Mensch. Aber die Frostfallen machen immer noch ein bisschen Laune. So ein Mana-Tränkchen. Was ist hier noch? Nix. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Was ist denn da? Achso, dort. Boah, in der Ecke. Gehen wir mal hier lang. Müssen wir bestimmt irgendwo eine Runde drehen. Oder laufe ich jetzt zurück? Ich will doch nicht zurück. Ich will weiter. Das verwirrt mich hier schon wieder. Ich verirre mich. Ich laufe mal da lang. Das ist doch gut hier. Ein bisschen in die Richtung kommen, sonst laufe ich bestimmt wieder zurück. Das kenne ich ja schon. Wo kommen die nächsten? Aus ihren ekligen Höhlen hier. Hallo? Warte, ich... Da hinten, da schleicht doch einer rum. Da... Dem helfen wir mal. Ich helfe dir. So. Was tut ihr hier, fragt er mich, während ich hier die Spinnen bekämpfe. Was denkst du denn? Bleib zurück. Moment. Eine Alpha bei der Gnade der Witwe. Wer schickt euch? Bringt der Kunde aus Kannerock? Vielleicht. Wer bist denn du überhaupt? Ich wollte mir einen hübschen Ort für meinen Lebensabend suchen. Aber bevor ich mir auch nur einen Hof ansehen konnte, ging der Ärger mit den Spinnen los. Früher konnte man hier leichtes Geld verdienen, nachdem die Feinde im Wald befriedet hatten. Oh, piep doch nicht so. Doch die Lage hat sich verschlimmert. Die Spinnen hausen in den Bäumen. Und machen aus einem eigentlich sonnigen Ort eine kranke, dunkle Ruine. Aber der Netzwald war nie mehr als ein Ärgernis. Bis jetzt,
Wie es scheint, wird Kanarok von dem ganzen verfluchten Wald angegriffen. Und wir verlieren. Nein, ich sollte eure Gruppe aufspüren. Nur ich bin noch übrig. Wir wurden angegriffen, als wir die Höhle betraten. Als hätten die verfluchten Spinnen uns eine Falle gestellt. Diese Spinnen gehen strategisch vor. Sie haben eine Taktik, eine einfache zwar, aber sie reicht aus, um uns zu überwältigen. Ich glaube, jemand führt sie an. Die ganze Höhle ist voller Spuren, Fußspuren, zerrissene Netze, aber keine Leiche. Vielleicht ist es sogar die verfluchte Witwe. Aber Kanarok muss es erfahren. Oh nein, da müssen wir bestimmt voll gegen die Riesenspinne kämpfen. Garana hat euch verraten. Ehrlich gesagt, werde ich euch töten. Garana hat euch verraten. Dieser Verfluchte. Dieses Himmelfahrtskommando war seine Idee. Und jetzt will er mich töten lassen. Kanarok muss erfahren, was hier geschehen ist. Ich muss mich um Garana kümmern. Und zwar schnell. Wir unterhalten uns, sobald wir in Kanarok sind. Sprecht mit mir, bitte. Du läufst doch weg. Du läufst doch weg. Wenn du mit mir reden willst, dann bleib doch hier. Nee, wir kümmern uns mal jetzt hier um die fette, schwarze Witwe. Ich sehe das schon kommen hier. Was ist da drinne? Gut, das nehme ich mal mit. Das andere lasse ich mal erstmal. Oh, ich sehe das schon kommen. Ich will nicht. Wo läuft er jetzt lang? Ich laufe dir mal hinterher jetzt, ne? Weil du läufst ja hier auch lang. Lauf ich mal hier lang, weil ich soll mich um den gelben Kringel hier kümmern. Und ich weiß gar nicht, wo ich lang lauf. Oh, jetzt ist... Ach, es war so klar. Ich will lieber dahin, wo er lang läuft. Obwohl er ja, glaube ich, irgendwie raus will. Er kümmert sich um den anderen. Nee, wir wollen dahin, wo er auch ist. Aber er ist voll schnell. Du bist so schnell. Diese verfluchte Spinnenhöhle. Da weiß ich nicht, ob ich da hier jemals reingehen würde. Da läuft er doch. Hey. Hieß du nochmal irgendwas mit Bart. Schon wieder vergessen. Ja, gehe ich jetzt... Ja, gut, dann gehen wir hinterher. Und gehen da immer dem gelben Kringel nach. Huch. Och nö, nicht wieder so eine komische Bann-Dings. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich verstehe das immer nicht. Ich kann das nicht. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof dafür. Ich drücke ja schon ganz schnell immer da, wenn ich soll. Aber irgendwie... Jetzt habe ich wenigstens einen tollen Bogen. Ne? Bin ich halt kurzfristig mal wieder vergiftet. Das ist mit dem Bann, das kapiere ich nicht. Dann können wir auch nochmal hier zum Stein. Also nee, es ist ja nicht so ein singender Stein. Es ist ja so ein Lyrias Segen. So, das haben wir jetzt. Werde ich hier über die Brücke gehen. Über 7 Brücken musst du gehen. Ja, lass mich doch mal mit meinem... Ich will das jetzt... Ich will mein Schicksal nicht verbrauchen. Ich mache das dann schon, wenn es drauf ankommt. Warum müssen die mich immer dazu hinbewegen? Irgendwann, ich meine, anfangs hat es mir noch geholfen, da habe ich das immer vergessen, aber jetzt weiß ich das mittlerweile. Dauert das lange? Oder muss ich schneller, bin ich schneller mit Karte? Nö. Hier noch über die 7. Brücke und dann bin ich schon da. Kümmern wir uns mal um das Gespräch, damit wir den Quest ja auch mal gelöst haben. Och komm. Ja. Leute. Hallo. Barton. Ach, der hier war das. Da, der Barton. Ja, ich danke der. Euch, dass ihr mich gerettet habt. Ihr dürft euch in die Weberkarte einrichten, einem Haus im Dorf. Billys Idee, der örtliche Schmied, wird die nötigen Reparaturen vornehmen.
Für seinen Verrat habe ich Garan aus dem Dorf verbannt. Soll die Witwe ihn holen. Krieg ich eine Wohnung? Richtet euch in eurem neuen Heim ein, aber ich krieg ein Zuhause. Ihr müsst in Schloss Jolvan herausfinden, warum die Witwe hier ist. Ah, ich krieg ein Zuhause. Was braucht ihr aus Schloss Jolvan? Informationen. Schloss Jolvan war einst eine Feenfestung. Sie haben mit ihrer Magie den Netzwald befriedet. Vielleicht können sie uns sagen, wie man den Netzwald beruhigt. Vielleicht. Was soll ich in Schloss Jolvan? Wir müssen diese verfluchten Spinnen irgendwie aufhalten. Vor langer Zeit haben die Feen aus diesem Schloss sie gezähmt. Sie und den ganzen Netzwald. Wenn ihr in Erfahrung bringt, was sie getan haben, oder vielleicht etwas über die Witwe, könnten wir es benutzen. Ja, vielleicht. Dann kümmern wir uns um die Spinnen und so. Wo ist mein Zuhause? Ich muss bleiben und die Verteidigung des Dorfes koordinieren. So gut es eben geht. Bitte findet heraus... Ja, ich finde das heraus. Ich... Wo? Der seidene Sitz. Da hier jetzt? Wie? Garana oder Barton, ich weiß nicht, wer von Ihnen uns lebendig aus all dem rausgeführt hätte. Oder zumindest die von uns, die noch hier sind. Ich weiß nur, dass ich die Fenster schließen und den Keller überprüfen muss. Und ich bete, dass die Spinnen die Risse in den Dachschindeln nicht entdecken. Oh, das muss schlimm sein. Hausverbesserung. Mach mal mein Haus schön. Es wäre mir eine Freude, die alte Weberkarte für euch auf Vordermann zu bringen. Sie könnte wirklich ein paar Ausbauten vertragen. Für ein wenig Gold könnte ich euch einen Essbereich einbauen. Was meint ihr? Ja, und dann spielen wir die Sims und ich mache die Wände schön mit schönen Tapetenfarben und einem tollen Teppich und hänge mir meine Balladenausrüstung an die Wand. Mach mal. Es wird im Nu fertig sein. Lasst es mich wissen, wenn ihr den Ausbau fortsetzen möchtet. Mach mir das mal schick hier. Und wenn du gerade dabei bist, dann mach mir die anderen Sachen auch nochmal schön hier, zum Beispiel die Sachen hier. Alles, was halt gerade geht mit dem wenigen Geld. Ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. Ich verstehe. Okay, 438. Hallo? Nun, dann lasst es mich wissen, wenn ihr genügend... Bleibt wachsam. Ade. Ich kann natürlich Plunder verkaufen und so, aber bevor ich mich jetzt mal eben darum kümmere, laufe ich mal raus und kümmere mich um den anderen gelben Kringel. So wie man das professionell macht in Rollenspielen. Das wäre dann hier. Ist das hier mein Häuschen? Den ganzen Mist hier weggekloppt. So. Nee. Das irritiert mich. Hier? Wohne ich jetzt hier? Ich hab ein Zuhause. Leute, ja, guck mein Bettchen. Und das finde ich sogar voll schön. Oh, ich kann hier schlafen. Ich kann mich Aussehen anpassen. Oh, und dann können wir hier unser Aussehen ändern, wenn ich will. Das ist ja auch geil. Dann könnte ich mal wieder eine andere Frisur oder so nehmen. Oder einfach mal sagen, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr aufs Tattoo. Das finde ich ja super. Das finde ich richtig cool. Ich dachte, jetzt muss ich über das ganze Spiel, muss man das halt entschieden haben und plündern. Das ist doch dein eigenes. Nein, das brauchst du nicht nehmen. Alexis, das brauchst du nicht. Was hängt hier für ein schönes Bild? So ein Schloss hängt hier. Das ist ja geil. Was ist hier? Ein Lager! Oh, dann kann ich hier... Das Lager ist ein besonderes Behältnis, bietet dir zusätzlich Inventarplatz. Oh, ist das toll! Der Plunder wird niemals mehr voll werden, weil ich meine Sachen ablegen kann. Ist das nicht toll? Und wie ihr seht, ich habe hier... Ah, das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich hatte mir den Spaß mal gemacht, selber eine Waffe zu schmieden, weil man da auch nebenbei eine Steam-Errungenschaft für bekommt. Die hatte ich noch nicht. Und deswegen habe ich mir... selber Chakrams gemacht. Und die heißen Alexis-Chakrams. Mit 26 Schaden, 12 Körperschaden. Gut, die sind natürlich nicht so toll. Die anderen sind viel besser. Aber es sind meine eigenen geschmiedeten Alexis-Chakrams, ja? Ist das nicht toll? Ich kann mir auch Alexis-Dolche machen. Ja, ist total cool. Da freue ich mich. Ah, da freue ich mich wirklich, du. Jetzt gehen wir mal schlafen. Für ordentlich 8 Stunden.
8 Stunden schön gedöst. So, einmal richtig ausgeruht. Und das finde ich ja super. Da werde ich mich, also guck mal hier, mein Esstisch, das hat der mir gemacht. Also ich kann dem jetzt immer bezahlen, dann macht er mir mein Haus schön. Ich werde dem so viel Geld geben, wie der will. Der soll mir hier die Hütte richtig schicki machen, denn ich werde hier öfters noch vorbeikommen. Ganz sicher. Wo soll's denn jetzt dann als nächstes hingehen? Quest müsste doch eigentlich immer noch aktiviert sein. Ich habe die Weberkarte zwar ausgebaut, dabei aber noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Billy, Edith, also Idee, Billys Idee, Ade, ich weiß nicht, wie man ihn gerade ausspricht, hat noch mehr Erweiterungen für mein Haus. Weiß es, ich muss das machen? Muss ich das machen? Ich muss anscheinend alles machen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Muss er das komplett ausgebaut haben? Ich belästige euch nie. Ihr belästigt mich. Ihr wollt immer irgendwelche Sachen von mir haben. Na gut. Wir gehen nochmal hier rein. Und, ja. Was ist mit ihr? Hm? Sie hat ein Fragezeichen. Habt ihr herausgefunden, was mit meiner Familie geschehen ist? Ach so, nee, Minri, nee. Ich kenne ihn nicht persönlich und das können offenbar auch nur wenige von sich behaupten. Ich habe ihn allerdings kämpfen gesehen und es gibt viel, was wir von ihm lernen können. Von mir könnt ihr auch ganz viel lernen, aber das machen wir als nächstes dann. Und der will schlafen. Ich glaube, ich bin jetzt aufgewacht am Abend. Könnten wir natürlich jetzt alles stehlen hier und so, ist klar, ne? Aber ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut und verkaufe Sachen, pack die Sachen in meine Kiste. Vielleicht sehe ich das nächste Mal ja auch schon wieder ein bisschen anders aus als vorher. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und ich freue mich gerade. Und jetzt sind wir ja schon fast mit den Nebenquests hier durch. Dann heißt es eigentlich vielleicht im nächsten Part, schätze ich mal, kümmern wir uns nochmal um die Witwe oder was weiß ich. So richtig schön um die Spinnenplage oder so. Ah, vielleicht im übernächsten Part geht's dann mit dem Hauptquest endlich los, weiter, wie auch immer man es nennen will. So nach 32 Parts geht das Spiel dann mal los. Aber ich denke, so Nebenquests, genauso wie das mit den Balladen, wir haben eine Menge erfahren vom Spiel und vom Drumherum. Das hätten wir nicht, wenn wir gleich dem Hauptquest gefolgt wären. Und so erfährt man irgendwie mehr von den Leuten, von den Örtlichkeiten, von den Gefahren, die hier drumherum sind. Und ich kann das mit meinem Gewissen ja immer nicht vereinbaren, wenn die Leute krank sind und die Pest ist und dann brauchen sie Sachen. Und ich muss ja immer Ja sagen. Ich muss denen ja immer helfen und das mache ich gerne. Ich bin ein Wanderer in der Wildnis. Ich bin Alexis. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.